Im Normalfall würden wir auf der Moschee stehen und zu euch ins Rundnapp sehen. Doch eines, das ist klar, dass nichts normal läuft in diesem Jahr. Lockdown, Ausgangssperre, alle lustigen Sachen kann man zurzeit einfach nicht machen. So dachte dann auch wir bei der Holzäpfel Zunft, wir machen Fasnet mit Abstand und Vernunft. Weil Corona was dagegen hat, findet unsere Fasnet, wie man sie kennt, einfach nicht statt. Darum muss ich auch heute leider berichten, dass wir auf Hallenfasnet und Umzüge müssen verzichten. Doch ist die Fasnet noch so speziell, machen wir halt alles virtuell. Doch dass wir überhaupt Fasnet machen können ab heute, wisst ihr genau, ihr liebe Narrenleid, dass wir da noch etwas brauchen dafür, einen Schlüssel, den der Mann hat hier neben mir. Die Schlüsselübergabe fällt nicht aus, nur sind wir in diesem Jahr halt mal wieder im Rathaus. Und da heiße ich dich, lieber Peter, willkommen und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um zu führen den Brauchtum fort, wenn halt heute an diesem Ort. Besonders begrüßen darf ich auch heute Elfer, Ausschuss, Promes, Musiker und sämtliche Narrenleute. Die jetzt gucken hoffentlich in den Bildschirm rein, in der Hoffnung, ich dort nun zu sehen sei. Mit der Schlüsselübergabe am heutigen Tag, die Fasnet da ist, wenn ich es euch sage. So will ich euch noch was dichten und von der Gemeinde was berichten. Recherchiert habe ich wieder ein ganzes Jahr und stand auch heute wieder fast mit leeren Händen da. Doch etwas muss ich jetzt noch fragen und du, lieber Peter, kannst es mir bestimmt sagen, ob mir wollet ins Guinness-Buch, ich vergeblich nach Antworten suche. Man nichts findet, es ist zum Klären, doch anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Du weißt es sicher, um was es geht, über was es sich nun dreht. Als Präsident in meinem ersten Jahr, und Peter, das ist wahr, habe ich berichtet dir von unserer neuen Ortsdorffahrt hier. Auch bei der Fasnet im letzten Jahr, ich weiß es genau, ist bei mir auf dem Zettelbuchstau. War die Ortsdorffahrt wieder Thema bei mir? Und ich habe verkündet dir, dass die Straße wieder ziemlich holprig sei, auch noch nach Belag Nummer 2. Doch auch der neue Asphalt ließ die Huppel ziemlich kalt. Wenn du die neue Straße fährst runter, dann man es immer noch spüren kann, dass der neue Belag alles andere ist als grad. Man zwar nicht die Geduld verliert, doch geht es besser garantiert. Reklamiert von ihr erneut, was die ausführende Firma gar nicht freut. Dann im Sommer, man konnte es sehen, endlich wieder tut was geschehen. Baumaschine rückte an, dazu noch der ein oder andere starke Mann. Um abzufräsen, Heidenei, Fertigbelag Nummer 2. So geht das ganze Prozedere, ich sag's bloß, wieder ganz von vorne los. Die Ortsdorffahrt ist nun gesperrt, Umleitung mal wieder im ganzen Ort. Manch Autofahrer stöhnt, aber mittlerweile sind wir es ja gewöhnt. Als die Arbeiter beendet, dann man endlich wieder fahren kann. Die Baumaschinen waren weg, die Straße wurde noch gesäubert vom Dreck. Und man kann es glauben kaum, ist man tatsächlich erwacht aus diesem Straßenalbtraum. Man jetzt gut halten kann die Spur, weil man fährt fast wie andere Schnur. Die Straße ist jetzt eben, das so sein soll, und das finde ich jetzt dann toll. Und es gibt das Sprichwort never die, bekanntlich sind ja alle gute Dinge drei. Da ich jetzt dann geschwind über die Gemeinde nichts mehr finde, habe ich recherchiert, ob du privat in eine Fettnäpfle bestappt, und ich habe eine Geschichte aufgeschnappt. Wenn der Sommer vor der Türe steht, manch einer dann in Urlaub geht. Wohlverdient ist er dann, weil man sich vom Alltag erholen kann. So dachtet dann auch Peter, du und deine Frau. So eine Erholung steht uns zu, dann haben wir wenigstens mal unsere Ruhe. Beide können nicht mehr länger warten, um jetzt endlich dann zu starten. Der Tag der Abfahrt ist gekommen, das ist schön. Belader und Peters BMW. Sie hatten dann die Qual der Wahl, ihr erster Stopp,
das war im Zillertal. Angekommen, Auto geparkt mal schnell, eingecheckt, dann im Hotel. Peter denkt sich, hier ist es aber still und niemand was von mir wissen will. Entspannt geht er zu Bett, weil er halt auch mal Schlaf nötig hat. Am nächsten Morgen trifft ihn der Schlag und liebe Leid, wenn ich's euch sag, in der Nacht der Wettergott halt gemeint hat, dass es regnen soll. An sich das ja nicht schlimm ist, doch wenn du halt ab und zu ein Schussel bist, passieren manchmal Sachen, über die man auch mal kein Lachen. Denn sein Dachfenster im Auto war noch offen, jetzt konnte er dann nur noch hoffen, dass der Wasserschaden ist nicht so groß und er nicht sitzen muss ins Auto in der Badehose. Peter nun lauter flucht und der Lösung für sein Problem sucht. Mit einem Nasssauger seine Freundin lacht, der Peter sich an die Arbeit macht. So geht es dann auch rund, er saugt knapp eine Stunde, bis das Auto ist wieder trocken und man endlich wieder kann hinhocken. So fahren sie dann froh und heiter ins Land der Pizza und Pasta weiter. Kurz vor Italien der BMW gut knarren, was hast auch jetzt wieder, du blöde Karre? Weil du ja vernünftig bist, eine Weiterfahrt einfach nicht möglich ist. Es läuft ja alles prächtig und der italienischen Sprache auch nicht mächtig. Wir machen nur das bloß, hoffentlich ist der Schade nicht so groß. Nach langem Hin und Her, ein italienischer Kfz-Mann kam daher. Mit Händen und Fies, so kann es sie, man versucht zu erklären, dass der Karre ist halt hin. Nach kurzer Zeit, der Kfz-ler tut wissen, dass es ihm Peter hat die Bremse verrissen. Der Urlaub war dann gelaufen, da hilft dann nur noch Bierle saufen. Doch kommen wir nun zum wichtigen Teil und ich mich jetzt dann auch beeil. Lieber Peter, ich sag's dir grad, so hat beschlossen der hohe Narrenrat, du trotz Corona ein paar freie Tage du nötig hast und Rathaus mal wieder Rathaus sein lässt. Ich denke, es nimmt ja auch in diesem Jahr wieder niemand rum. Drum gib mir jetzt den Schlüssel rum. Den Großen, der da liegt auf Samt, gib ihn mir jetzt in die Hand. Damit wir nachher können jetzt dann walten und eine spezielle virtuelle Phasen können halten. Nimm dir Urlaub, genießt dir Zeit, denn ich sag euch, liebe Leute, ab Aschermittwoch bekommst du dieses Stück sehr gerne von mir wieder zurück. Holz! Äpfel! Holz! Äpfel! Holz! Äpfel! Ja, wer hätte es im letzten Jahr gedacht? Haben der Fasnet noch Witze drüber gemacht? Jetzt stehen wir da, grad los zu zweit, ohne Musik, Äpfel, Fasnetsleid. Normalerweise man uns auf der Moschte huldigt und unten das närrisch Volk wartet geduldig, bis wir zwei unseren Reimbruch macht, worüber mancher herzlich lacht. Noch ein wenig zögern, ein Jahr wenig, dann mal mehr, gäb schließlich dann den Schlüssel her. Zwar anders, doch es bleibt beim Alten, doch diesen Brauch mir beibehalten. Drum grüße ich in die Kamera, was soll's, euch alle daheim mit drei kräftig Holz! Äpfel! Holz! Äpfel! Holz! Äpfel! Deine Recherche in der kommunalen Politik verdient meinerseits gewiss Kritik. Zum dritten Mal, das ist kein Hit. Kunst mit der Ortsdurchfahrt, mei warst du nicht. Wir haben einmal zahlt den Geldbetrag und kriegen jedes Jahr einen neuen Belag. Eine halbe Woche kann man zwar nicht fahren, doch wir dont die Markierungen sparen. Wenn man das betrachtet, ganz genau, war die Mund doch ganz schön schlau. Im Urlaub war es halt wie im Leben, es lief anders zugegeben. Gab es heuer ein wenig Missgeschick mit dem Auto, doch zum Glück hatte ich die Hoffnung, dass es hält, denn ein neues war schon bestellt. Doch auch bei dir kann ich berichten, lief's im Sommer glatt mitnichten, auf der Baustelle von dein Haus ging das Pech wohl ein und aus. Dort hat's, so wurde mir berichtet, man fast täglich der DRK gesichtet, um rechtzeitig zu sein parat, wenn der Bauherr schreit zur Tat. Sein Umfeld es mit Sorge sieht, wohl wissend, was jetzt gleich geschieht. Auf Krach folgt, aua, dann wird's leis, der Micha im Gesicht ganz weiß. Vollführt vor Schmerzen einen Tanz, ruft lauthals noch der Ambulanz, Pflaster, Schnaps und auch Verband,
steht Cut und Weiß, schau an der Wand. Man nennt es auch Geschicklichkeit, von der du scheinbar bist befreit. Doch das sind meine einzige Sorge, drum kann den Schlüssel ich dir borgen und dir hiermit offerieren, Fehl kann dies ja nicht passieren, auch der Narr kann machen, was er will, das Gemeindeleben steht fast still, wir durften aufs Rathaus nun zu zweit und selber fahrt so mit der Zeit. Ich gang jetzt ganz brav nach Haus und ihr macht halt das Beste draus, voll Zuversicht, dass das in Ordnung bleibt und es nächstes Jahr eine reale Fasnacht gibt. Holz! Äpfel! Holz! Äpfel! Holz! Äpfel! Liebe Leute, ihr habt es jetzt gesehen, der Peter hat mir jetzt seinen Schlüssel gegeben. Jetzt steht unsere spezielle Fasnacht nicht mehr im Weg und es mich dann freie Zeit. Genieße mir die Narretei, denn so soll es ja auch sein. Ich danke euch, dass ihr händ unsere Worte vernommen und euch händ die Zeit genommen. Auch wenn Schlüsselübergabe ist virtuell, ist sie doch noch ganz speziell. Ich wünsche euch nun recht viel Spaß noch heute. Bleibt gesund, ihr hochgeschätzten Narrenleute. Holz! Äpfel! Holz! Äpfel! Holz! Äpfel!